Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir Aeris aus den Fängen von Shinra befreit. Und jetzt müssen wir uns erstmal selber aus den Fängen von Shinra befreien, weil Alarm ist jetzt hier überall aktiviert und wir müssen flüchten. Wir sollen zum Dach gehen, da werden wir von einer Splittergruppe von Avalanche gerettet und da wartet ein Hubschrauber und wir verpieseln uns jetzt hier aus diesem Gebäude, ne? Klingt dann nach einem Plan, ja, finde ich auch, ne? Wedge ist immer noch am Leben, was kacke ist, und ja, wir gehen da mal. Wird da mit Sicherheit nichts Schlimmes passieren auf dem Weg dahin, ne? Hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. So, ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, aber ich hoffe, das wird jetzt hier gleich noch irgendwann passieren. Ah, ich glaube, das passiert gleich. Okay. Was ist denn hier passiert? Die Behälter, sie sind alle leer. Mir schwant nichts Gutes. Ach. Hier müssen wir lang. Und wie? Ist eigentlich gut. Irgendwas von Shinra ist kaputt, also ist doch immer gut. Und da ist noch irgendwas. Aber ich glaube, es ist ein Handhaus, Left 4 Dead. Oh, so ein Unbekannter. Die haben das wohl angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Die können jetzt wagen, Sachen von Shinra zu machen. Obwohl, wenn die so Gefangene... Oh, warte. Wenn die Gefangene irgendwie getötet haben oder so, dann ist das natürlich nicht so gut. Vielleicht muss das erst mal spammen, ja? Einfach nur damit ich habe übrigens Aeris mal den Erfahrungsboost gegeben. Ich weiß natürlich immer noch nicht, ob und noch mal. Ja, aber jetzt können wir gleich die Waffe direkt wechseln. Boom. Ist eigentlich viel heilen, ne? Ja. Ich weiß bis jetzt natürlich immer noch nicht, ob sich der Erfahrungsboost auf die ganze Truppe auswirkt oder nur auf den Charakter, der ausgerüstet hat. Aber ich habe es mal Aeris gegeben. Gib mir 5. Damit. Das war heiß. Sehr gut. Bird versucht schon direkt Freundschaft zu schließen. So, ich muss mal gucken. 7205, da werde ich mir noch nie im Leben merken. Okay, Cloud hat 39. 7250 hat Aeris. Weil sie ist selber 34. Sie braucht ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte. Wenn nur sie welche bekommt. So. Ist hier noch irgendwas? Ja. Aber oh, hier kann man noch mal chillen. Cool. Von hier sind wir gekommen vorhin, ne? Also vorhin, vor ein paar Parts. Für mich ist das noch vorhin, davon nur so von einer Stunde ungefähr. Okay. Die sind schon wieder aufgetaucht. Warte mal, das ist doch perfekt eigentlich. Kommt noch mal her, bitte. So, 7250 und 39. Will ich mir merken, wie ich gleich bekomme. Ich hätte vielleicht die Waffe von Aeris wechseln sollen. Da wäre vielleicht mal eine Idee. Kommen wir erst am Ende, was, ne? Wie viel war 7250, ne? Und Cloud hatte 39.
So, verreck. So, 720. Das heißt... er hat jetzt so um die 900 bekommen. Und sie hat 7250, sie hat 1000 bekommen. Das kann irgendwie nicht stimmen. Also beide haben 1000 bekommen. Der alten Erfahrungspunkte tun sich um 100% erhöhen. Das kann doch irgendwie dann nicht sein. Ah, das bedeutet, die Erfahrungspunkte werden bei den Gruppenmitgliedern aufgeteilt, ne? Ich hasse es. Ich hasse sowas. Das heißt, diese 700 Punkte oder was auch immer ich da gerade bekommen habe, die werden jetzt alle auf die ganze Truppe verteilt. Und dann werden sie verdoppelt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, was will ich denn hier machen? Ich will Dings machen. Metallstab. Magiekreis. Begrenzt auf einmal während des Effekts errichtet ein Feld, in dem verbrauchte ATB zum Teil von ATB des Anwenders wiederhergestellt werden. Den verbrauchte ATB zum Teil von ATB. Egal. Stehe ich jetzt nicht so. Ja, wird schon gehen. So, jetzt mache ich mich schon wieder ein. Okay. So, wieder nach draußen. Sind die wieder respawned? Egal. Wird schon passen. Warum keine zusätzlichen Erfahrungspunkte? Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann gehen wir mal direkt zum Dach. So, ohne hat irgendwas passiert, weil uns auf den Nerven geht dazwischen. Ja, das war ja einfach. Oh, eine Feder. Das ist ja merkwürdig. Gott. Der hat Dings links von Clouds Haaren. Das sah aus, als wäre irgendwie so ein riesiges Monster mit so zwei Augen. Er hat hier vorne. Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf. Oh, ich habe eine Ahnung, was da drin ist. Ich habe eine sehr gute Ahnung, was da in der Mitte ist. Habe mich schon gefragt, wann das endlich mal kommt. Oh ja. Alle sehen den jetzt. Bist das wirklich du? Ich
Wiedersehen. Vortrefflich. Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Okay. Das ist aber nicht so im Original passiert. Ich muss hier weg. Wiedersehen von Freunden. Walze. Oh, das Nebel. Ist anstatt sich erstmal hier umzuschauen, ne? Erstmal den ersten Hebel betätigen, den ich finde. Alter, so komme ich rüber. Okay. Wir sind aber auch echt viel hier aus, sehr viel Ort hier rauszuholen. Hey, ich bin auch ein wichtiger Charakter. Deswegen komme ich auch so oft vor hier in diesem Spiel, obwohl ich eigentlich gar nicht hier auftauchen sollte zu diesem Zeitpunkt. Okay. Ja. Machen wir wieder einen kleinen Filler hier, ne? Nehme ich an. Also, ich nehme ich an. Ich weiß es ja. Na dann. Okay, warum sieht das hier so unordentlich aus, ey? Kann nicht durch diese eine Brücke, die jetzt hier runtergefallen ist, passiert sein. Mich wundert nur, warum jetzt auf einmal jeder andere den auf einmal sehen kann, ne? Kann ich dich aufsammeln? Nein, okay. Toxin. Aber rückblickend betrachtet, wenn man die Story ein bisschen vom Final Fantasy 7 noch weiter kennt, dann kann ich mir schon denken, was hier so ungefähr jetzt gerade passiert. Also, ich habe eine Theorie jedenfalls. Danke. Oh, hi. Red 13 schließt sich der Gruppe als Gast an. Das heißt, er kämpft an deiner Seite, lässt sich aber nicht von dir kontrollieren. Oh, da sich seine Ausrüstung nicht ändern lässt, erscheint er auch nicht im Hauptmenü. Oh, das war kacke. Oh, das heißt, wir können Red nicht steuern in dem Spiel. Oh. Das war kacke. Und erst im nächsten Teil nehme ich an, ne? So. War das okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Na, ich kann Red nicht steuern. Das finde ich ein bisschen doof. So, für die, die es nicht wissen, Red ist einer der Hauptcharakter aus Final Fantasy 7 und auch ein spielbarer Charakter, aber da wir hier natürlich nur im Midgar spielen und wir schon fast durch sind mit dem Spiel, Spoiler, da habe ich mich schon irgendwie von Anfang an irgendwie gefragt, wie machen die halt mit Red? Also, den wird man ja dann erst sehr spät spielen können und irgendwie voll wenig von dem herausholen können. Und nee, ich glaube, hier bin ich, nee, bin ich glaube ich richtig, ich weiß nicht. Und da, jetzt sehe ich ja, wie die halt geklärt haben, der wird gar nicht spielbar sein. Von da kam ich, genau. Nee. Von hier kam ich. Aha. Also ja, mich hätte halt nämlich gewundert, weil so viel bleibt von dem Spiel jetzt nicht mehr übrig. Da hätten sie jetzt noch, weil nicht für den Waffen und so was alles herstellen müssen und Waffenmodifikation und was weiß ich nicht alles, Animation für Zaubern, für Angreifen, also was.
nehme an, darauf hatten sie keinen Bock, deswegen haben sie gesagt, ja, der kämpft nur als Gast mit. Weil das lohnt sich nicht mehr, den jetzt hier als spielbaren Charakter reinzupacken. Finde ich ein bisschen schade, aber zu so einem Punkt kann ich da auch verstehen. Aber ist ja erst der erste Teil von Final Fantasy 7, ne? Dann werden wir wahrscheinlich viel mehr im nächsten Teil sehen. Mit in einer Wand das Symbol, was auch immer das sein soll, angezeigt, kann Red 13 an der Stelle mit Dreieck an ihr entlangklettern und so weiter entfernt Bereiche erreichen. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Na, Mann. Kann ich nicht da lang? Das ist auch noch auf dem Weg. Ich gehe erstmal da lang. Ich muss mich noch an die Stimme von Red gewöhnen, weil, wie man unschwer hören kann, ist der so ein bisschen, weil nicht so der ruhigere und sehr gelassene Typ halt. Ich habe mir den seine Stimme noch viel tiefer irgendwie vorgestellt, weil er lässt manchmal schon sehr weises Intelligenzzeugs ab in Final Fantasy 7. Klingt ein bisschen jung. Aber ich habe mich an die anderen Stimmen auch schon gewöhnt. Finde ich schon besser als die deutschen, die englischen. Wo ich nicht so einen Vergleich habe zu den anderen Stimmen. Aber ich meine, die Stimmen in den englischen Versionen haben mir nicht so gut gefallen wie die hier. Ich finde die eigentlich interessant alle. Ich finde jetzt hier noch keine Stimme, die ich jetzt irgendwie kack finde. Aeris aus Kingdom Hearts 2 in der englischen Version. Die Stimme müsst ihr euch mal anhören, ey. Klingt furchtbar. Es hat irgendwie, weiß ich nicht, jemand irgendwie seine Tochter überredet, irgendwie die Synchronsprecherin von der zu werden. Kingdom Hearts 2, Aeris auf Englisch. Furchtbar. Habe ich gar nicht gewusst, weil ich bin ja mit der deutschen Version aufgewachsen. Nachdem ich Final Mix und so gespielt habe, wo die englische Aussprachgabe näher zur Verfügung steht, habe ich da erst zum ersten Mal gehört. Oh Gott, das ist furchtbar. Hi Barrett. Ja, zum Glück muss hier nichts analysiert werden. Das heißt jetzt aber auch, ja, Red kann jetzt auch nicht irgendwie sterben, ne? Ah, nicht so ein Dreck schon wieder. So, wie war noch mal? Lässt sich mit Magieattacken brechen. Okay, dann kommen wir her. Das ist nicht gerade in den Boden getaucht, oder? Ich mach den erstmal. Ha, ehrlich. Bei Red rammen die. Die ärgern mich. Wo rammst du denn hin? Das sind eine Menge MP, die ich hier verbrauchen muss. Wie wirkungslos. Ich dachte, das soll mit Magie. Hey, nur weil er nicht weiß, wie man bestimmte Gegner erledigt. Ey. Oh mein Gott. Ich will nicht auf den, ich will auf den. Ich habe die jetzt schon 3-4 Mal angegriffen mit. Oh, er hat gar nicht mal alle, genau. Hab ich auf Aeris hier umdeponiert. Aha. Oh mein Gott, lass mich den angreifen. Alter. Oh mein Gott, bleibst du hier? Oh mein Gott, ich krieg hier echt das Kotzen. Bleibst du gefecht hier? Oh.
Jetzt mach die fertig, bitte. Ja, diese zwei kleine Mini-Viecher uns hier so in Schach halten. Ey, das war gegen Boss gekämpft, einfacher war als das. Weil die so ein blödes Gimmick hier haben. So. Ach, da kommt auch noch was, ehrlich. Und ja, wir am liebsten jetzt hier wieder heilen gleich, oder dann tauchen die ganzen Gegner hier schon wieder auf, ne? Kann ich die nochmal bekämpfen? Darauf habe ich gar keinen Bock. Oh Gott. Das Viech, das wird doch sowas von leicht aufstehen. Ist das hier eine Monsterfabrik oder was? Nicht übertreibe ich auch so sagen. Motte? Ernsthaft? Ich habe kein... Ich habe keine Analyse. Gerade, du willst mich auf den Arm nehmen. Block gekontert. Sicher ist sicher. Wow. Da ist eine Weile um mich herum und heilt mich, oder was? Nö. Jetzt mal an, du bist anfällig gegen Blitz. Jawohl. Okay, diese Kreiseling kann auch mal irgendwann ausgehen. So, mal wieder ein Gegner, den ich nicht analysieren konnte. Finde ich super. Ich glaube, Elektrizität bringt es auf jeden Fall. Er ist voll hier am rumspacken. Was? Hey, ohne dich wird das nicht. Was ist denn schon wieder passiert, ey? Cloud hat schon genug Erfahrungspunkte. Oh. Bei dir, alles klar? So, haben wir wieder einen Gegner, den ich nicht analysieren konnte. Na dann, ist ja gut. Ich hasse alles und jeden. Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aeris. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Stören Frieden hat sich am Plan nichts geändert. Los, Leute. Okay. Dann heile ich mich mal hoch. Und dich heile ich auch ein bisschen, glaube ich. Okay. Da bin ich gekommen. Jetzt sehe ich an den Fußtritten auf der Karte. Das ist in der Tales of Serie auch so. Sollte ich vielleicht mal öfter darauf achten. So. Okay. Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Oh, warte mal hier. Zwillingsfeder, ein neues Schwert, cool. Zeig mal. Oh, das sieht richtig stark aus, der Teil. Gegen Schlangen mit mächtigen Konterangriffen zu erwidern. Okay, boah, 6 Punkte kann ich. Ja, da muss ich hier einen Schnitt machen, wenn ich das Ding hier hochballer, ne? Sieht schon fast ultimative Waffenmäßig aus, der Teil. So, ich bräuchte 2 Materia Slots. So, bitte sag mir, ihr seid 2 Materia Slots und ja, kann er nur. Sehr cool. So, 46 Schaden. Oh Gott, das Ding ist voll schwach, sehe ich gerade. Super. So, Schaden von elementarbasierte Materie, ja. Dann MP Maximum nehme ich an, ne? Ich kann eigentlich alles hier nehmen, glaube ich. MP hast hätte ich auch gerne. Physisches Blocken, ja, kann auch. MP Boost.
Alles andere ist eigentlich unwichtig. Ne, MP Maximum noch mal. Zusätzlicher Materia Slot. Oh, ja, Dreck. Na gut, warum nicht? Nehmen wir das hier mal. Ein paar MP. Dann magische Attacke, würde ich sagen. Und jetzt habe ich keine WP mehr. Okay. 58. Ja, okay, so viel schwächer ist sie doch. Mein Gott, ist der Teil stark. Ich laufe die ganze Zeit hier mit rum. Egal. Da müsste sogar schwächer sein, ne? Ja, ein bisschen. Egal, immer noch 6 Dinger. Und das Teil sieht besser aus. Ist ja die beste aussehende Waffe hier im Spiel. Sieht ein bisschen zu normal aus und nicht wie so ein Riesenknüppel, den der normalerweise hier mal rumschwingt. Okay, Red, sei badass. Wow, netter Wandlauf. Oh. Oh, gut gemacht. Sehr schön. Ha, Red hätte doch sterben können. Oder wäre runtergefallen, jedenfalls. Aber ich merke, dann sehen wir auch gar nicht den seine Limit-Angriff und so. Oh. Schade. Hä? Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Ah, Monster. Machen wir fertig. Oh, Geld. Brauche ich dafür irgendwas überhaupt noch? Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie noch mal rausgehen kann und shoppen gehen kann oder so. Oh. Ich drücke mal den Knopf hier. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Oh, so. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an. Okay. Cool. Mach mal Gebrauch von all den Charakteren, die wir haben. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. Alles klar, dann würde ich sagen, ich kann den Part ja mal hier beenden. In Ordnung ist, er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich. Ich habe ja gerade noch so eine Bank gesehen auf den Dingen. Oder so ein Shopping. Egal. Na, da waren ein paar Kisten, die mache ich noch platt. Pass mal auf, wie ich den gebe. Boom. Da war cool, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Tifa und Eris, ne? Gut, alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn nein, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.